glaube schon, dass es in den Köpfen von manchen Redakteuren oder Programmchefs eine innere Liste gibt, mit wem sie nicht mehr arbeiten wollen oder wen sie nicht mehr besetzen werden. Im Originalen heißt das Blacklist. Man sagt, oder es soll sie nicht geben. Wahrscheinlich gibt es es auch nicht. Dass es jetzt wirklich so eine unter der Hand weitergegebene Liste ist, glaube ich nicht. Ich habe da meinen Verdacht, aber eins kann ich Ihnen sagen. Ich schweige wie ein Grab. So wie so ein Aberglauben, dass man im Studio nicht pfeifen soll oder solche Sachen. Aber irgendwo in der Vergangenheit meiner Karriere hatte ich immer das Gefühl, ja, es könnte sein, dass es sowas gibt. Ich bin jemand, der Einsicht in Dinge hat, hier beim ZDF, über die er nicht reden darf. Naja, Sascha Hehn ist doch der beste Beweis, dass es keine Giftliste gibt.